Ein Highlight ist ein spezielles Warngerät, das Rehkitze rettet. Sie wissen, dass die Kitze sich oft in den Feldern verstecken, einfach um geschützt zu sein. Und wenn dann das Getreide geerntet wird, ist das eine riesige Gefahr für die Kitze. Und das ist ein Warngerät, das die Kitze eben aufscheucht und damit auch das Leben retten kann. Und damit sich die Tiere nicht an den Laut gewöhnen, gibt es eben spezielle, immer wieder neue Töne, sodass gewährleistet ist, dass dieser Warnung auch oder der Warnruf auch funktioniert. Ich heiße Martin Thoma, komme aus Penzberg, aus Bayerischen Oberland. Und ich habe vor 10 Jahren den Rehkitzretter entwickelt. Dieser Rehkitzretter, was für ein Gerät ist das? Wir haben ihn gerade im Bild schon gesehen. Genau, Sie haben ihn gesehen, Sie haben jetzt das blaue Licht gesehen. Das heißt, der Rehkitzretter ist ein Gerät, das durch optische und akustische Signale das Reh und das Junge veranlasst, die Fläche zu verlassen. Also das heißt, ich beunruhige diese Fläche durch Ton- und Lichtsignale zeitweise und lasse dann aber auch der Geiß die Möglichkeit, das Kitz zu holen, indem ich Pausen zwischen den einzelnen Signalen habe. Lang genug Pausen, die sind in wechselndem Abstand. Genau, also man muss sich das so vorstellen, dass ich ungefähr 2 bis 4 Minuten die Fläche beunruhige. Das heißt, wenn man von Fläche spricht, im Umkreis von 100 Metern, also 3 Hektar in etwa, was ein Gerät abdeckt. Durch diese Ton- und Lichtsignale simuliere ich eine Gefahr, eine potenzielle Gefahr für die Geiß oder das heißt auch für das Kitz, das da drin liegt. Nach 2 bis 4 Minuten ist es dann aus, das heißt, die Gefahr ist weg. Damit hat die Geiß die Möglichkeit, das Kitz aus dieser gefährdeten, für sie gefährlichen Fläche zu holen. 20 bis 40 Minuten Pause und danach geht der ganze Zyklus wieder von vorne los. Also das heißt, immer kleine Beunruhigung, längere Pausen und das geht so die ganze Nacht bis 3 Stunden in den Morgen hinein. Ist der Ton für Menschen hörbar? Der Ton ist hörbar, das ist ein leichter Piepton, aber es ist so, dass der Ton nicht allzu laut ist. Es ist so, dass ich ja nur die Fläche im Umkreis von 100 Metern beunruhigen möchte. Also das heißt, Nachbargebäude oder also Ortschaften oder Bauernhöfe, die in der Nähe sind, werden dadurch nicht beeinflusst oder gestört. Und ich will ja auch nicht irgendwelche Einstände, wo die Geiß mit dem Kitz ja vielleicht dann hinwechseln sollen, beunruhigen, sondern wirklich nur die Fläche. Das ist eigentlich von daher sehr leiser Ton. Das ist nur für Rehkitze oder wir haben vorhin auch erfahren, dass das auch für Wildschweine gilt, neuerdings. Ja, das ist so, dass ich das vor 10 Jahren das erste Gerät entwickelt habe, war ursprünglich nur für Rehkitze aus meiner Sicht gedacht. Wir haben bei uns im Revier keine Wildschweine noch gehabt zu dieser Zeit, habe aber mittlerweile an die 7000 Geräte draußen im Einsatz in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Und viele meiner Kunden, und das heißt die meisten mittlerweile, setzen es jetzt auch zur Wildvergrämung ein, also gerade Schwarzwild aus Flächen fernzuhalten, Mais, Ackerflächen oder dann eben auch Grünland, sodass ich jetzt auch seit 5, 6, 7 Jahren sagen kann, das Gerät zeigt die gleiche Wirkung auch gegen Wildschweine oder Rotwild oder ja, Rehwild im Wein-, Obstanbau, Hopfenanbau, da gibt es sehr, sehr vielfältige Einsatzgebiete. Das Gerät wird mit einem Akku betrieben? Ja, das Gerät wird mit einem Akku betrieben. Der Akku ist extern, aus dem Grund, damit ich das auch einmal mit einer Solarzelle betreiben kann für einen längeren Einsatz, was jetzt zum Beispiel bei Wildschweinvergrämung attraktiv wäre. Oder dass jeder, sagen wir mal, unabhängig ist von der Stromquelle. Man kann auch seinen eigenen Akku oder Autobatterie oder andere Stromquelle nutzen. Der Akku, der im Lieferumfang mit dabei ist, hält 14 Tage und kann natürlich jederzeit wieder geladen werden. Vielen Dank. Danke Ihnen. Morgen beginnt sie wieder, die Jagd und Hund und Fisch und Angel. Es ist inzwischen die 36. Veranstaltung, die wir hier in Dortmund durchführen. Und das ist ja alles von unseren internationalen Messen und wir freuen uns, dass wir wieder so eine gute Beteiligung haben.
Jakenfund bietet aber auch viele andere spannende Programmpunkte. So werden wir wieder einen 1300 Quadratmeter großen Geländewagenparcours haben. Einige von Ihnen kennen das vielleicht mit den Schrägfahrten und Steilfahrten, wo man eben probieren kann, was ein Geländewagen alles so leistet und wie braucht man ist. In der Halle 3b wird es Vorführungen von Jagdgebrauchshunden geben. Da werden wir sicher gleich auch noch mehr zu hören von Herrn Dr. Petermann. In der Halle 4 sehen wir die Greifvögel, also Adler, Falken, Bussarde und Eulen werden dort gezeigt. Das ist auch mal ein sehr spannendes Moment und ist für viele, ich sag mal, für Kinder, aber auch, ich denke, Erwachsene ganz spannend, die Vögel mal aus solcher Nähe zu sehen, denn das kann man sonst nicht rein und kaum erleben. In der Halle 4 sind auch die Jagdmodeschauen, wo eben die aktuellen Trendmodelle vorgeführt werden. Es gibt einige Produkte in diesem Jahr, die ich sag mal, ein bisschen ungewöhnlicher sind. Das ist zum Beispiel der Weidmanns Wein. Das ist ein Wein, dessen Flaschen mit Bildern von Künstlern zum Thema Jagd, Natur und Wild verziert sind.